Hallo zusammen, ich bin's, Raphael. Wenn mich Anfänger fragen, welche Bedenkzeit sollen sie denn spielen auf Lichess, dann empfehle ich sowas 15 plus 10, also 15 Minuten pro Partie und dann noch 10 Sekunden Inkrement. Das ist so eine ganz gute Zeit, Bedenkzeit, die man als Anfänger spielen sollte, weil es ist wichtig, dass man auch Zeit hat zum Nachdenken. Wenn ihr merkt, dass sogar 15 plus 10 zu wenig ist, spielt 20 plus 5, 20 plus 10, spielt 30 plus 0 oder sowas, dass ihr wirklich richtig überlegen könnt, welche Züge mache ich, damit ihr wirklich entscheiden könnt, schlage ich mit dem Bauern, schlage ich mit den Bauern, welchen Bauernvorstoß mache ich, dass ihr bewusste Entscheidungen machen könnt, denn nur diese bewussten Entscheidungen kann man wirklich hinterher noch überprüfen mit dem Computer. Wenn ihr nur Bullet und Blitz spielt, also so eine Minute Bedenkzeit oder 5 Minuten Bedenkzeit, dann spielt ihr aus der Intuition heraus, dann spielt ihr aus eurem gelernten Wissen heraus. Das hilft euch nicht so viel, um euer Schach voranzubringen. Und deshalb lasst euch lieber Zeit. Wenn ihr aber sagt, das macht mir aber so viel Spaß, dann sage ich gar nichts dagegen. Macht es. Macht das, was euch Spaß macht. Macht das, was euch motiviert, Schach zu spielen. Und auch wenn es Blitz und Bullet ist, tut es. Das ist dann auch nichts Schlimmes. Wenn ihr dann irgendwann nur noch Bullet 1.0 spielt, dann ist es vielleicht nicht so konstruktiv. Und obwohl ich so ein bisschen kritisch bin gegenüber Bullet und Blitz für gerade so für Anfänger und noch nicht so erfahrene Spieler, ich habe trotzdem auch spiele ich sehr gerne Bullet und Blitz. Habe sogar hier mal ein Video vor ein paar Monaten drüber gemacht. Da können wir auch noch mal reinhören. Und zwar das Matt. Ja, das war meine 1900-Partie in Bullet. Hat mich gefreut, dass ich es doch geschafft habe. Denn ist es nicht, kann ich wenigstens, wenn einer wieder einen Spaß macht, sagen, ja komm, wenigstens 1900 hatte ich mal. Und jetzt werde ich erstmal kein Bullet spielen. Dann kann ich die 19 noch ein bisschen genießen. Und wenn ich es dann wieder spiele, bleibe ich auch hoffentlich noch über 1900. Und sollte ich irgendwann mal so motiviert sein mit Bullet, dass ich sogar 2000 schaffe, dann machen wir wieder ein Video. Versprochen. Bis dann. Aha. Habe ich was versprochen. Jetzt schauen wir mal, wo bin ich denn gerade? Wenn ihr auf euren Namen klickt, könnt ihr das euer Profil aufmachen. Und hier links seht ihr eure Statistiken, wo ihr seid. Und ich bin jetzt bei Bullet 1990. Wenn ihr draufklickt, bekommt ihr sogar noch mehr Statistiken. Machen wir hier die letzten 6 Monate. Ihr seht jetzt zum Beispiel, das war so mein Rekord bisher. Und hier war das, als ich die 1900 geschafft hatte und das Video gemacht habe. 1902. Und dann ging es hoch, 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 bis 1973 und dann spielt man, verliert, 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 rums, runter. Wieder auf 1905. Dann wieder hoch, 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 1949 und rums, wieder runter. Hoch, rums, wieder runter auf 1900. Und so ging das hin und her. Und jetzt bin ich wieder knapp vor dem Rums auf 1990 hoch. Und da habe ich gedacht, okay, lass uns ein Video machen, schaffe ich es. Sozusagen jetzt Gipfelsturm, der Push to the Summit sozusagen. Entweder kommt jetzt wieder rums, dass ich runterfalle ins Basiscamp zurück, oder ich schaffe es tatsächlich auf dem Gipfel diesmal und pack die 2000. Es gibt so zwei Szenarien. Das erste ist, ich bin noch nicht so richtig warm gespielt, verliere gleich ein, zwei Partien, komme dann in Panik, spiel, 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 verliere, 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 und dann sind 50 Punkte weg. Aber worauf ich hoffe, ist, dass ich frisch bin, ausgeruht, dass ich vielleicht zwei Gegner kriege, die nicht so stark sind und zwei Siege und zack hätte ich die 2000 und ihr könnt das Video beenden. Also wenn dieses Video, wenn ihr es gestartet habt und habt gesehen, dass es 4 Stunden dauert, dann könnt ihr euch denken, welches Szenario eingetreten ist. Noch bin ich hoffnungsfroh, dass ich nach zwei Spielen die 2000 habe und dann hier wirklich behaupten kann, ja, ich habe mal 2000 im Bullet gehabt. So ein bisschen trickse ich oder schummel ich. Weil ich spiele nicht die typische Bullet-Bedenkzeit 1-0, so wie sie eigentlich fast alle spielen, sondern ich spiele die 2 plus 1. Das ist die längst langsamste Bedenkzeit, 2 Minuten plus 1 Sekunde pro Zug,
die noch als Bullet zählt. Viele sagen, das ist eigentlich schon Superblitz. Also das ist eigentlich schon eine Blitzbedeckzeit. Es ist aber sehr schnell, und wenn man jetzt nicht so schnell an der Maus ist, dann ist jetzt eine Sekunde auch ein Inkrement auch nicht so viel. Und ich bin jetzt auch niemand, der jetzt so wahnsinnig geschickt darin wäre, Züge zu machen oder Pre-Moves zu machen und so weiter. Gut, wollen wir es versuchen? Gipfelsturm. Ich glaube schon, dass der erste Anlauf funktionieren muss, weil wenn es am Anfang nicht gleich klappt, dann ist es auch so eine Konditionsfrage und dann wird man nervös und dann kommt es immer mehr durcheinander und man wird immer schlechter. Also ich muss schon so möglichst die ersten 5 Spiele, da muss ich es packen. Und wenn ich es da nicht packe, sondern erstmal 20 Punkte runtergehe, dann wird's hart. Aber ich bin positiv und hoffe mal, dass ich hier zurechtkomme. Los geht's. 1990, 2000, wir kommen. Das ist ein 1900er, da bin ich Favorit, das ist schon mal ganz gut. Hoffentlich zieht er auch. Kommt sie? Ich brauche Punkte. Ich glaube, wenn er gar nicht zieht, zählt sie auch für mich nicht. Ja, das ist schon mal schief gegangen, schade. Also, Sieg, aber dafür gibt es keine Punkte. Gleich den nächsten. Diesmal schwarz, oder 2097er, na, das wird ja teuer. Gar nicht so wichtig, dass ich hier die besten Züge mache, sondern Hauptsache ich ziehe schnell. Wenn er vorbeigeht, gehe ich mit dem Springer weg, mache die kurze Rochade, also man überlegt schon vorher. Macht er nicht. Dann hauen wir ab. Fluchtfeld für den Springer. Von der Zeit bin ich schneller als er, das ist schon mal positiv. Trumpfe jagen. 1, 2, 3. Dame angreifen. Ach, da waren mir ein paar Leute mehr drauf auf dem. Also auch nicht so toll. Es geht den Bach hinunter. Aber nach Material sind wir noch ganz gut weggekommen jetzt. Naja gut, haben schon einiges verloren. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwie über die Zeit.
Na gut, das ist verloren. Kein guter Start. Aber das ist im Bullet normal, dass man ein bisschen hoch und runter geht. Da geht es oft auch so ein bisschen serienmäßig gut wie schlecht. Jetzt habe ich einen 1800er. Hoffen wir mal, dass wir da gewinnen, dass wir ein bisschen was fürs Selbstvertrauen tun können. So, jetzt sieht es ganz gut aus. Nicht so toll aus. Da ist ein bisschen gefährlich. Da hat er die falsche Gabel gemacht. Auf der anderen Seite wäre es schlimmer gewesen. Auch nicht schön. Den Turm konnte ich leider nicht wegnehmen, hätte ich gerne getan. Versuchen wir nochmal ein Matt. Puh. Das haben wir nochmal gerettet. Damit sind wir wieder auf 1990. Ja, das ist eben Bullet, da sieht man dann auch solche Tricks nicht. Zum Glück. Sonst hätte ich schon fast jetzt ja abschreiben können, mein Gipfelsturm. Ein 2000er, flankiert gleich. Scheiße. Ja, das ist Bullet. Das war ein ganz furchtbarer Pre-Move von mir. Ich hätte warten müssen, was er macht. Habe ich nicht getan. Schauen wir mal, ob wir hier noch über die Zeit irgendwas retten können. Aber sieht jetzt auch nicht so danach aus.
Immerhin ist er damit beschäftigt. Damit beschäftigt, meinen König hier matt setzen zu wollen, um meine Dame zu setzen. Mal, ob wir da noch irgendwie was. Oh, das geht auch nicht. War schon matt, hat er nicht gesehen. Vielleicht sieht er es im nächsten Zug auch nicht. Doch, jetzt hat er es gesehen. Na, komme ich noch raus, oder? Komme ich sogar noch raus? Mehr war alles weg. Jetzt ist es matt. Ja, da war. Nach dem Figureneinsteller war es ja auch schwierig. Rio Amistoso, 2066er. Versuchen wir es nochmal mit Skandinavisch. Wenn er zu schnell zieht, verliert er die Dame. Hat er nicht getan. Jetzt ein bisschen vorsichtiger sein mit den komischen Pre-Moves. Zurück. Einsperren und dann schlägt er einfach einen Springer, oder? Bin ich da schon ein bisschen in Mattgefahr? Das hätte er geschickter machen können. Aber sind wir mal ganz froh, so wie es ist. Mal Dame in Ruhe. Schneller sind wir auch nicht als er. Einen schönen Läufer haben wir. Luftig um meinen König.
Ja, da ist ja auch matt. Mist. Und ich sehe das nicht. Doch, er sieht's. Geht leider weiter bergunter. Wen haben wir jetzt? Ein 1915er. Hoffen wir mal, dass wir hier den Wendepunkt schaffen. Jetzt habe ich aber viel, was in seine Richtung seines Königs schaut. Langsamer bin ich auch, leider. Zwei Bauern zu wenig und zu langsam. Keine gute Kombination. Revanche, das kostet mich dann nicht so viele Punkte. Aber gegen schlechter Gegner ist natürlich ein Remis auch nicht Revanche. Ein Remis ist natürlich auch nicht so gut. So, Opa Kasti, habe ich da eine Chance?
Ja, ihm läuft die Zeit weg, also das hier sieht's gut aus. Über die Zeit geschubst. Gehört auch dazu. Qualität ist noch nicht so da im Spiel. Und das Rating auch noch nicht. Toi, toi, toi. Nicht, dass ich hier heute Abend noch spiele. Sieht soweit nicht schlecht aus. Dame hängt dahinter. Dame hängt immer noch dahinter. Jetzt hängt sie nicht mehr. Doch, sie hängt. Nee, sie hängt nicht mehr, leider. Mist. Das ist jetzt natürlich schlecht gelaufen. Da habe ich mich selber ausgetrickst. Das war nicht so gut. Neuer Gegner. Wir brauchen mal so eine Serie, so eine positive Serie.
Schon wieder zu langsam. Immer das Feld vor dem Bauern kontrollieren. Was überlegt er? Bleibt über den Ahne. Gut, der kommt rein. Er wird langsamer, das ist ein gutes Zeichen. V-Doma. Droht er mal hier ein bisschen. Ganz so gut, aber wahrscheinlich hält das noch. Komplizierte Stellung führen natürlich auch dazu, dass man lange nachdenkt.
Ja, es ist leider zu leicht gewesen. Habe ich die Stelle nicht kompliziert genug gehalten? Und jetzt wieder ein bisschen leichterer Gegner. Tennyson Gambit. Um schnell zur Hochrate zu kommen. Die ganz vernünftige Stellung erreicht hier. Die Springer können anfangen zu hüpfen. Dame hängt. Ändern wir das? Haben wir Figur gewonnen. Also diesmal haben wir schnell gespielt und gut gespielt. Was? Investigating Connectivity Issues in 4 Minuten? Leute. Ich versuche hier 2000 zu schaffen. Puh. Investigating Connective Issues. Ich würde mal die 3 Minuten abwarten und melde mich gleich zurück. Oder habe ich schon 2000? Leider noch nicht. So, die Fehlermeldung von LeeChess unten ist weg. Da kommt dann immer eine Warnung, wenn LeeChess den Server neu startet. Und das konntet ihr nicht sehen, das war weiter unten. Und jetzt ist es wieder, also. Zwischenstand. Ich habe mich erfolgreich 14 Punkte runtergespielt und es ist dieses typische Gefühl, das ich immer habe, wenn ich mich runterspiele, dass es eigentlich immer schlimmer wird und man sollte eigentlich aufhören und Pause machen. Aber wir versuchen es. Also entweder ganz in die Grütze oder vielleicht kriegen wir irgendwann
wenn ich mich warm gespielt habe, so den Turn und es geht wieder aufwärts. So, 2000er. Da will ich hin. Zieh. Sie nicht. Schade. Der nächste. Ein 1900er. Pflichtsieg. Wenn ich die 2000 schaffen will, dann hier. Achso, ich bin dran. Weiß fängt immer noch an. Hier stehe ich nicht so schlecht jetzt. Da habe ich kein Tor mehr auf der Linie. Ich glaube, jetzt kriege ich ihn gefangen. Wenn das nicht verhindert. Immerhin muss er nachdenken. Also er sieht die Gefahr. Immerhin der Zeitvorsprung sollte mir jetzt schon sehr helfen. Nee. So, dann nimm den halt. Hat aufgegeben. Naja, gut. Puh. Ja, von der Zeit war ich auch vorne. Vielleicht mal eine kleine Serie jetzt. Hat abgebrochen. Ah, okay. Weiter. Schade, der wäre ganz gut gewesen. 2000er. Kriegt natürlich auch mehr Punkte, wenn der Gegner stärker ist. Dachte schon, der bricht auch noch. Das ist interessant.
ganz das, was ich wollte, aber. Wir mal. Jetzt ist wenigstens mal unser Läufer wieder im Spiel. Der hängt. Der hängt immer noch. Tauscht jetzt doch recht viel. Danke, das hilft mir. Endlich ein Unterstützer. Revanche. Mich hier bei der guten Sache unterstützt. Okay, da hing was. Ich sehe es ein. Ich weiß. War nicht so toll. Kommt schon wieder eine Fehlermeldung. In 14 Minuten. Also schaffen wir noch ein paar Spiele. Aber also, er spielt auch zu schnell. Also da ist auch nichts zu machen. Ja, das macht keinen Sinn. Nächster Gegner. Wie gewonnen, so zerronnen. Die Punkte sind wieder weg. Wen haben wir denn? Spielen wir mal was anderes. Also wir vielleicht irgendwie Kopf freischütteln. Sizilianische Verteidigung. Nur das kostet ihn jetzt zumindest mal ein bisschen Zeit.
Wie sagt man so schön, ich habe offenes Spiel. So, wenn ich hier meinen Zeitvorsprung halte, habe ich immerhin noch eine Chance. Sind gleichfarbige Läufer und meine Bauern hier stehen auf weißen Feldern, das ist gar nicht so schlecht. Muss es bloß ein bisschen kompliziert machen. Jetzt habe ich wenigstens noch Remis-Chancen. Remis, 7 Minuten, dann startet die Chess wieder neu, das heißt, so lange schauen wir eine. Das Remis war so schlecht ja nicht gespielt.
Habe ich mich heute, spiele ich mich hier heute erfolgreich auf? Auf 1900 runter. So war auch nicht der Plan gewesen. Aber der Läufer muss weg, das ist mir zu gefährlich. Ja, da ist eine Gabel, Mist. Ja, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Kann ich nicht. Gut, Lichess startet wieder neu in 2 Minuten. Wo bin ich angekommen? 1982. 1976 wieder. Gehe wieder runter. Eben schon nicht funktioniert. Versuchen wir es nochmal. Jetzt hat er dahin rochiert, wo ich das gerne hätte.
Schauen wir mal, ob wir den Darmflügel zugeschoben kriegen. Noch 30 Sekunden, hoffentlich startet die jetzt nicht durch. Ich habe mehr Zeit und stehe besser. Hole ich einmal Punkte. Langsam hier angreifen. Oh, Glück gehabt, dass ihm die Zeit abgelaufen ist. Puh, puh, puh. Glück, Glück, Glück. Aber ich kriege so den Schwung nach oben, kriege ich nicht. Sind wir noch einmal skandinavisch. Isländisches Gambit.
Ja, reinhüpfen. Kann er ja nicht wegnehmen, weil hier oben das Matt droht. Weiter angreifen. Also ich schätze, wir schon wieder neu starten. Nein, da. Aufpassen, dass ich nicht selber matt gehe. Oder eine Figur einstellen. Ja, ist auch matt. Ja. Aber auch so ein bisschen ablenken, wenn ständig Vichess neu starten will. Ausreden, ausreden. Ja, wir gehen in die zweite Stunde. Wir sind kein Stück vorangekommen, sondern wir sind den Abhang noch ein Stück runtergerutscht. Sechsundsiebzig nur noch. Vielleicht brauche ich einen langsamen Gegner, der aber immer wieder spielen will. Aber so viel Glück habe ich wahrscheinlich im Moment nicht. Oh, das finde ich gut, dass er tatsächlich versucht, die Seite aufzumachen. Wildes Geholze. Wollte ich jetzt nicht unbedingt geben, aber muss ich dann ja wohl leider.
Nach Zeit stehe ich gut. Endlich. Er möchte eine Revanche. Sind man ja Farmen, wenn man denn bei einem viele Punkte sammelt. Toi, toi, toi. Art Fegatello-Angriff hier. Mattangriff. Also das wäre mal ziemlich gut gelaufen. Vielleicht sollte ich das spielen anstatt immer Dame H5. Schade, er will keine Revanche mehr. Aber da waren mal zwei schnelle Siege. Also ein bisschen Hoffnung habe ich wieder. Jetzt lassen wir das mal mit Skandinavisch. Das hat ja heute irgendwie nicht funktioniert. Vorstoßvariante. Van der Wiel-Variante. Ja, den Murks. Gut. Mach halt, wenn du willst. Läufer greift er jedenfalls erstmal nicht mehr an. Ja. Dame raus. Gewisser Schwachpunkt dort oben. Wie hauen wir rein? Springer.
So, jetzt sollte ich mal langsam die lange Rade spielen. Sonst wird das hier doch noch ein Problem. Na, das wird doch ein bisschen zu sehr schwächen. Nur zwei Bauern mehr, das muss ja mal reichen. Ah, oh Mann. Ich lasse die Dame hängen, er lässt die Dame hängen. Ist das gruselig? Junge, 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 Junge. Das war gruselig. Wow, das tat ja richtig weh. Wenn ich nicht matt gehe, ist alles okay. Dann will er doch noch in der Ecke matt setzen. Dann jetzt schon wieder. Oh Mann.
versucht das wieder mit seinem Mattangriff hier unten. Turm hängt. Turm weg. Boah, der hängt aber wieder einiges. Gut, das war zu einfach. Versuchen wir mal, ob wir noch eine Revanche will. Eben einer, der die Hauptvariante spielt.
Gut, da war nichts zu machen. Billy Bazooka. Billy Bazooka spielt Karaokan. Na, dann schauen wir mal. Schnell ist er jedenfalls. Ja, an. Man sollte auch gucken, was er macht. Habe ich H3 völlig umsonst gespielt. Moment. Da ist auch matt. War nur eine Möglichkeit, oder? Den Springer zu decken mit dem König. Na, so geht's auch, ja. So geht's auch. Dann hauen wir wieder ab. Die Dame ärgern kann jetzt auch nicht schaden. Na, ah, den kann er wegnehmen. Und ich sehe das nicht. Na, so ist auch nicht besser.
Ist auch noch gedeckt. Wird nicht. Doch, so geht doch. Warum nicht? Auch nicht. Ja, noch Zeit verloren. So ein 1800er. Auch mit Karokan. Jetzt nicht wieder H3 spielen, wenn es nicht nötig ist. Fehlt mir leider mein weißfältriger Läufer. Angriff rollt. Will dahin.
Ich matke, ist alles okay. Puh. Also wieder auf 1980. Jetzt mal ein, zwei Siege. Wird sie noch ein bisschen. Dein König steht noch in der Mitte, das ist so meine letzte Hoffnung, dass hier noch was geht. Ja, doch auch alles Quatsch. Junge, 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 Junge. Bringt auch nichts. Neuer Gegner, neues Glück. Mal eine neue Öffnung machen. Bisschen luftig, aber noch keiner behauptet, dass die Öffnung gut ist.
und die Matt gehen. Ach, da ist wohl der Läufer da wieder. Junge, Junge, Junge. Immer dasselbe. Wenn man nicht überall hinguckt. Habt ihr noch Hoffnung? Jo, ich lasse das so lang laufen.
Nach Zeit. Nach Zeit geht's auch. Weiter, 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 weiter. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ja, bisschen schwierig hier. Ah, hier gibt's. Unten stehe ich im Matt, da muss ich immer aufpassen. Das heißt, ich muss mit Schach schlagen. Ah, Mist. Jetzt habe ich es versemmelt. Weil ich hier unten nämlich im Matt stehe.
Revanche. Aber hier wird nicht matt gehen. Gott sei Dank kein Matt. Jetzt hoffe ich mal, dass mein aktiver Springer irgendwie reicht. Da konnte ich nicht schlagen, weil angegriffen werde. Und jetzt. Ja, dann war ja auch noch gedeckt. Naja, gut. Einen Freibauern habe ich, dann muss der mir das eben retten, irgendwie. Wunder gibt es nicht wirklich. Sei denn der Springer läuft. In die Falle.
Puh. Na, immerhin, ich sag nicht weiter ab. Also, ansonsten, wenn das nicht läuft, verliere ich gleich 50, 60 Punkte, aber kann ja auch noch kommen. War das schnell? Mal langsam hier ums Matt-Gedanken machen. Noch ein Zug. Gott sei Dank. Die Seite ist zu. Man sollte es mal. Nämlich gut aussehen. So, einer muss durchkommen. Mein Rechner läuft auch nicht vertrauenswürdig. Schöner Trick.
Puh. Haben wir noch Hoffnung, mein Rechner rechnet und sich auch tot. 1975. Ja, Glück muss man haben. Ist eben einfacher anzugreifen, gerade auch im Bullet. Guck mal, dass sich der Computer ein bisschen beruhigt hier. Boah, kommt da schon wieder mit dem Mist hier. Können die nicht mal was Vernünftiges spielen? Ist er außer der Theorie wahrscheinlich raus. Jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen noch hängt er. Nicht zu schnell. Können wir vielleicht auch mal ein bisschen hier anfangen, Figuren ins Spiel zu bringen.
Nicht die eleganteste Methode, aber wenn man mehr Material hat, muss das mal reichen. Nicht ganz ungefährlich ist es weiter nicht hier. Da liegen immer Opfer hier drin. Richtig sicher fühle ich mich immer noch nicht. Komme hier aber auch nicht alles abgesichert einfach. Puh. Er möchte eine Revanche. Machen wir gerne.
Das sieht doch mal gut aus. Jetzt nur noch schnell genug sein. Er möchte eine Revanche. Also vielleicht habe ich hier jetzt jemanden, wo ich ein bisschen Punkte farmen kann. Das sieht nicht so schlecht aus. Sieht jetzt ganz gut aus. Ist ein bisschen umständlich. Aber ganz okay, das ist nicht so toll.
Gut aus. Ah, den nimmt er doch weg. Junge, Junge. Oh, Gott sei Dank, ich war wenigstens schneller. Kriege ich nur 4 Punkte, aber na, er will, glaube ich, nicht mehr. Na, dann machen wir 9 Gegner. Schade, wenn man mal so einen hat, der dick schlechter ist und langsamer ist, dann kann man auch so verlorene Spiele noch gewinnen. So, hoffentlich vergisst er den und zieht irgendwann mal dahin. Muss irgendwie mit der Dame da rauskommen, deshalb. Spiele ich jetzt ein bisschen hier rum.
Und das ist eine Damengefahr. Da drohe ich. Und gibt auf. Will auch keine Revanche. Aber damit bin ich jetzt nach 2,5 Stunden einen Punkt hochgekommen. Also kann sich nur noch um 20 Stunden handeln. Ein 1991er. Ein Bauern gewonnen, sieht also auch gut aus. Zeit bin ich auch weit, weit vorne. Ja. Da kann er nicht schlagen, weil ich dann abziehe. Er hat die Drohung, er muss nachdenken und das hilft mir natürlich. Also hier bin ich mit meinem Angriff gut durchgeschlagen auf der H-Linie. Das macht das auch nicht viel besser. Das macht es doch besser. Mist. Clever, clever. Aber mit wenig Zeit macht man Fehler. Klar. Also Wunschfragen. Ja. Uns fehlen nur 3 Punkte, wir haben 17,97. Jetzt langsam spannend.
Noch sieht's okay aus. Meint der Läufer ist eh schlecht. Also wirklich auf Gewinn spielen kann ich hier nicht, aber von der Zeit bin ich wieder deutlich vorne. Jetzt deckt er den. Jetzt verliere ich den. Derzeit bin ich leider auch nicht so weit vorne. Jetzt hoffe ich mal, dass er den Turm irgendwo mal auf meinen Läufer draufstellt. Von der Zeit sieht es gut aus. Zeit. Nie wieder Bullet. Ja, Qualität war zweifelhaft. Das Ergebnis stimmt. Es hat nicht 4 Stunden gedauert, es hat fast 3 Stunden gedauert. Ja, man. Wenn man viel Bullet trainiert, wird man auch besser. Allerdings im Bullet. Und ich spiele vielleicht dann doch noch nicht genug Bullet, weil ich tue mich hier mit 2-1 schon schwer. Immerhin war ich hier in den meisten Partien schneller, aber eben schlechter. Völlig egal, diesmal sage ich nichts über 2100 oder sonst was. Wir machen eher nochmal irgendwann ein Video, wie ich wieder 2000 schaffe, weil die 2000 verliere ich demnächst bestimmt wieder. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich habe ja auch durchgehalten. Vielen Dank an uns beide. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.